Burada kaybolmak kolay. Aslında ben de kaybolmak. Na mein Freund. Arkadaşım, was beschäftigt euch? Nun ja, mir geht viel durch den Kopf. Jemand in diesem Bezirk finanziert eine Kampagne, um uns festzunehmen. Wie das? Durch Bestechung der osmanischen Wachen und Verrat unserer Pläne. Wir wollen wirklich keinen Streit mit den Eroberern. Aber wir wollen auch nicht vor ihnen kriechen. Habt ihr eine Ahnung, woher die Bestechungsgelder kommen? Ich hoffe, es heute zu erfahren. Würdet ihr mir helfen? Es würde sich für euch lohnen. Klärchen, loses Mundwerk, Spitzel machen die Dieben das Leben in dieser Gegend schwer. Bringen sie einen Spitzel dazu, sie zu der Geldquelle zu führen, die die Spitzel bezahlt. Eliminieren sie und plündern sie die den Verantwortlichen, den Geldgeber mit einer Gruppe Diebe aus einem Sicherheitsbereich locken und dann erst eliminieren. Sie, wie kann ich helfen? Wir wissen, dass die Osmanen heute hochbestochen wurden. Wir werden das Geld stehlen. Ist das geschafft, wird sicher jemand eine dringende Mitteilung an den Absender des Geldes schicken. Folgt dem Boten, dann bekommen wir unseren Mann. Dann gehen wir jetzt zur Diebesgruppe. Und sehen, mal gucken, stehlen wir mal das Geld. Und dann kommt wieder eine geile Verfolgungsmission, die natürlich keiner erwartet hätte. Der hat sie doch nicht an. Was treibt dein Mann dazu, sich so... na klar, es geht um Frauen. Meisterhaft. Abgemacht. Ja, geht klar. Den heutigen Tag überlebst du nicht, mein Lieber. Die falsche Taste gedrückt. Schade. Schade. Das war echt schade. Wo will der denn hin? Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Ja. Wo will der denn hin? Der mich? Na gut, unser Meister-Szene ist wieder right there. Ist wieder gesund, kann wieder eingesetzt werden. Yo, das will ich, das.
Ich bin dabei. Verstanden. Schweine! Kommt her! Was machst du hier? Du solltest doch diese Soldaten im Auge behalten. Vergib mir, Hallen Bay. Doch das Geld wurde gestohlen. Was? Wie konnten Sie es wissen? Ich bin nicht sicher. Wenn unsere Kontakte bei den Osmanen ihr Geld nicht bekommen, wird das unsere guten Beziehungen zu ihnen zerstören. Aber was kann ich tun? Offenbar nichts. Elender Wurm, jetzt geh mir aus den Augen. Eine Schande, dass ich so viel bezahle und so wenig bekomme. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Der Kerl war von mir bekannt. Das war's dann! Greift ihn an! Meine Güte. Plündern. Seid ihr mit dem Geld entkommen? Evett, mit etwa der Hälfte. Den Rest verteilen wir ans Volk. Dann bleiben sie ehrlich. Aber verwandelt euch bloß nicht in die Schurken, gegen die ihr kämpft. Ein guter Einwand. Dann bleibt doch in der Nähe und haltet uns auf Kurs. Ich melde mich, wenn ich einen Gefallen brauche. Verlasst euch darauf. Sehr gut. Naja, ich hab's nicht ganz geschafft, aber gut. Wen interessiert's? Ne, wen interessiert's? So. Oh, okay. Kann ich irgendwo einen zweiten Teil von der Meister-Assassinen-Mission machen? Nirgendwo. Alles klar. Hier werde ich schnell reisen, um noch den einen Rekruten zu machen. Zum Galata-Turm. Einen Rekruten noch fertig zu machen, dann mache ich die Mission. Denn ich kann ja die Meister-Assassinen-Mission Teil 2 ja eh nicht machen, aber ich wollte ja unbedingt mal die alle abarbeiten. Auf jeden Fall vorher. Und deswegen... Ich war mir nicht sicher, ob man dann direkt die machen konnte. Deswegen gut, dass ich jetzt trotzdem gemacht habe. Da habe ich zumindest schon die Hälfte und die andere Hälfte folgt dann nach der Hauptmission. Nach der Hauptmission. Bitte. Bitte helft mir. Findet den Mann, der mir das antat. Ihr müsst zu einem Heiler. Nein, keine Zeit. Der Mann, der mir das antat, sucht nach meinem Weib und meiner Tochter. Wenn er sie findet, Gott weiß, was er tun wird. Wenn ihr ein gerechter Mann seid, Arkadashim, bitte lasst dieses Monster nicht meine Familie zerstören. Der Rächer. Dieser Mann hat schrecklich unter einem anderen Mann gelitten und nun ist seine ganze Familie in Gefahr. Verhindern Sie die eine Tragödie, indem Sie den Schuldigen aufspüren. Ich kümmere mich darum. Bürger und Mitglieder des Militärs.
Militär sind aneinander geraten und es gibt wohl mehrere Tote. Komm, Kraft dran. Alles klar, das war ja dann relativ einfach. So, hier. Gehen wir wieder zu unserem alten Freund, der uns beauftragt hat, seine Familie zu schützen. Es ist vollbracht. Wie fühlt ihr euch? Meine Wunden werden heilen. Und mein Herz ist froh, dass meine Familie in Sicherheit ist. Was schulde ich euch? Schließt euch uns an, wenn es euch besser geht. Wir können einen Mann mit Ehre gebrauchen. Evid, das werde ich. Ganz sicher. So. Sonst ist nichts mehr zu machen, außer ein paar Aussichtspunkte, die eh keinen interessieren. Zumindest nicht in dem Spiel interessieren die mich. Gut, dann beenden sie wir die Sequenz. Na, ich würde sagen, wir gehen trotzdem. So. Zum großen Bazaar. Denn wir müssen Manuel Palaiologos killen. Einfach gesagt. Einfach gesagt. Ne? Gibt es denn noch einen Schmied, wo ich meine Munition auffüllen kann? In der Nähe. Was macht dein Bruder so? Nun, das sieht man sicher nicht alle Tage. Das ist tatsächlich so. Ich kann mir leider nur 3 kaufen. 3 ist es, aber mehr als... Ich werde es nochmal zählen. Mach das, wenn du es unbedingt willst. Ich gucke mal gerade, ob ich... warte. Wurden ganz in der Nähe gesichtet. Da bedarf es schon mehr, um mich was anderes pfeifen zu lassen. Oh Mann, ey. Gucken wir gerade nach unseren Bomben. Wir haben gerade 16.000 eingezahlt bekommen.
Gucken gerade mal, aufnehmen tut's. Sehr schön. Hier ist alles cool.